einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen im Music Club Live. Ein wirklich toller Schuppen. Und gleich zu Beginn muss ich etwas betonen. Ich bin unglaublich dankbar und jetzt schon emotional am Anschlag. Denn heute Abend ist wegen dieses Auftrittes jemand eingeflogen. Nicht aus Rio. Nein. Nicht aus Sydney. Nein. Sondern aus Frankfurt am Main, Joscha Wagner. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, du Joscha, in einigen Wochen, ich habe einen Auftritt im Music Club Live und er hat gesagt, alles klar, ich komme nicht, ich muss dem Geld geben und da ist er, der alte Ökonom. Ne? Ich bin wirklich ein großer Fan eines Mannes, den ich unglaublich schätze, Justin Bieber. Man kann auch ein bisschen persönlich werden. Ich schätze ihn persönlich sehr. Es ist ein unglaublich charismatischer, junger Typ, der in jedem Film überzeugt. Er hat ja mitgespielt in vielen Filmen und man sieht ihn ständig im Fernsehen. Justin Bieber hat auch ein Buch geschrieben. Und zwar mit 17 Jahren. Er sagt, mit 17 Jahren habe ich schon so viel erlebt, ich muss es einfach aufschreiben. Und sein Buch heißt, glaube ich, Justin Bieber, ein Nager beißt sich durch. Guter Versuch, Andres. Es heißt First Step to Forever My Story. Und da ist Christian Bayer, der Produzent meiner Erfolgs-EP, Wenn die Sonne scheint. Christian. Herzlich willkommen. Extra 5. Christian. Ich hatte eben schon super Stand-up. Ihr sollt die Gags nochmal raushauen. Gleich ist. Draußen ist es schon dunkel, darum meine Feststellung, dass gerade Nacht ist. Lass uns doch mal weiter philosophieren an diesem heutigen besinnlichen Freitagabend in der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Bitte, was ist die schönste Stadt der Welt? Hamburg. Ja, Hamburg, ja klar. Hamburg, schönste Stadt der Welt. Und es gibt solche Schleimscheißer, ne? Wirklich, solche Kabarettisten, weißt, die tun durch Deutschland und sagen, ich bin heute in Bremen, schönste Stadt der Welt. Und nächster sind sie in München, schönste Stadt der Welt. Nein, wenn ich sage, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, dann meine ich es auch, Joscha. Ja, ich glaub's dir.
Ich soll was machen, ich weiß gar nicht warum, aber. Hunde, bitte hier anheilen. Das, das ist die falsche. Das ist fantastisch. Warum sollst du jetzt Joscha anleihen? Alter, Hamburg. Achso, das ist jetzt spontan, ne? Oder? Oh. Ja. So spontan das Leben manchmal ist, ja. Du bist ja ein unglaublich moderner Mensch. Du bist ein unglaublich hipper Mensch. Und du bist jemand, der hat sich jetzt für 4.000 Euro das iPhone 4 gekauft. Er war nicht ganz so teuer, aber... Okay. Und du hast erzählt, du hast eine neue App auf deinem iPhone. Genau, das habe ich extra runtergeladen hier für den heutigen Abend, und zwar ein Applaus-Mess-App. Ja. Carlos, bleibst du gute Mann, ich kann es ja mal lesen hier, bitte auch reden. Carlos Slim Helu, ist auch ein lustiger Name, oder? Slim. Hat der Slim fast erfunden? Nein! Carlos Slim Helu ist Chef von Telmex, einer mexikanischen Telefongesellschaft. Und mit dieser putzigen Gesellschaft hat dieser Mensch, Carlos Slim Helu, insgesamt 74 Milliarden angehäuft. Also er hat mit einer mexikanischen Telefongesellschaft 74 Milliarden angehäuft. Und das trotz langer Leitung. Steht das da? Ja doch, steht da. Trotz langer Leitung. Schon ganz gut. Sieben. Ich sag mal so, die Hardliner bleiben bis zum Schluss, weil dann drehen wir richtig auf. Joscha wird noch tanzen. Joscha zieht sich noch aus. Jetzt hast du so viel angekündigt, das ist jetzt schwer zu halten. Jetzt musst du dich halt aussehen, was ist daran schwer?